Ja, zunächst will ich das PowerShell-Skript einmal starten. Da werde ich nach einem Kennwort gefragt, mit dem Excel-Dateien verschlüsselt werden sollen oder beziehungsweise entschlüsselt worden werden sollen. Da trage ich erstmal ein Kennwort ein und damit läuft das PowerShell-Skript. Ja, man sieht auch, es gibt zwei Ordner. Ein Ordner decoded, da werden die verschlüsselten Dateien gespeichert und ein Ordner encoded. Da werden die unverschlüsselten Dateien gespeichert. Das Ganze kann ich mir auch mal im Explorer ansehen. Das heißt, ich habe hier einen Ordner decoded, die verschlüsselten Dateien. Da habe ich noch so ein schönes Symbol für gefunden. Und encoded, das sind die Dateien ohne Verschlüsselung. Ja, wenn ich jetzt eine Datei öffne, die Datei heißt geheim, die hat ein Kennwort. Das tippe ich mal ein. Und hier schreibe ich auch einen Text rein. Geheim. So, das ist eine ganz geheime Datei. Und diese Datei schiebe ich nach decoded, weil sie hat ja ein Kennwort. Und die ersetze ich dann am Ziel. Und da sieht man jetzt schon, die Datei geheim wird kopiert, geöffnet, das Kennwort und wird gespeichert in encoded. Das heißt, auch hier sehe ich jetzt die Datei geheim. Und wenn ich die jetzt öffne, dann sehen wir, die hat kein Kennwort. Wenn ich jetzt eine nicht verschlüsselte Datei habe, not geheim, dann schiebe ich die hier hin, ersetze die mal am Ziel. Und auch hier sieht man wieder, es wird not geheim geöffnet, verschlüsselt mit einem geheimen Kennwort. Das heißt, wenn ich jetzt in Decoded reingehe, dann sehe ich jetzt hier die Datei not geheim. Und auch die ist jetzt mit einem Kennwort verschlüsselt. Das tippe ich jetzt ein und habe damit die Datei geöffnet. Ja, so kann man leicht Elemente verschlüsseln und wieder entschlüsseln.